News und Talks für Gebildete. Dieter Nuhr meckert ja seit Wochen schon an der Kreta herum. Deswegen jetzt auch wieder das Bild hier von Kreta. Ja, Dieter Nuhr, das ist zwar immer sehr witzig und zum Lachen. Seine Aufgabe als Komiker erfüllt er gut, aber als Denker sollte er es lieber lassen, denn er gehört halt zu diesen ganz antiwissenschaftlichen Denkern, ja. Also sein ganzes Denken ist also quasi, er ist sicherlich kein Flacherdler, aber er gehört in die Kategorie der Kreationisten, also die ganze Kette Mendel, Wallace und Darwin ist an ihm spurlos vorbeigegangen. Er begreift überhaupt nicht, wie die Evolutionsprozesse in der sozialen Marktwirtschaft sind. Wenn es nach ihm geht, kann alles so bleiben, wie es ist. Da freuen wir uns dann auf den nächsten Krieg. Wir freuen uns auf die nächsten Millionen Krebstoten, die unser System erzeugt. Wir freuen uns auf die nächsten Millionen von Selbstmördern, die unser System erzeugt, weil ja Dieter Nuhr sozusagen als Kreationist, als antiwissenschaftlicher, nicht-evolutionsbiologischer, also quasi als Darwin-Leugner sozusagen, natürlich die soziale Marktwirtschaft, also den Kapitalismus verherrlicht, so nach dem Motto, ich halte die Hände vor die Augen, ich sehe keine Probleme bei der sozialen Marktwirtschaft. Naja, gut. Also ganz anders ist da die Lisa Fitz, die genau das Gegenteil ist, die in der Spätschicht wiederum, also in der Sendung Spätschicht, sehr gut gesprochen hat über das Problem auch der Weihnachtseinkäufe und so weiter. Und sie hat also ein sehr kritisches Denken über die soziale Marktwirtschaft. Ihr fehlt allerdings dann auch wieder der Bezug, die evolutionsbiologische Analyse, warum die soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus so schädlich und so gefährlich ist. Aber immerhin hat sie ein Gespür dafür, dass es schlecht ist, das System. Allerdings macht sie dann auch wieder den Zentralfehler aller, die antiwissenschaftlich argumentieren, nämlich, dass die Gier das Problem sei. Nein, die Gier ist nicht das Wunderphänomen, was den Homo sapiens quasi zur untauglichen Art macht. Nein, es sind eben diese ganzen Evolutionsprozesse. Ja? Also das heißt, also sie müsste einfach mal hier lesen, das ist die Startseite der zweiten Seite, Scientists for Future 2, der Link ist ja unten direkt in der Infobox, als zweites angeführt oder als drittes angeführt. Und es geht eben, sie müsste mal einfach nur studieren, das naturwissenschaftliche Ergebnis zur Menschheitsfrage, die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, NVWL, damit sie nicht immer die Gier beschuldigen muss, sondern fälschlicherweise beschuldigen muss, sondern wie eben Mutation und Selektion zum Beispiel dazu führen, dass unser Ernährungssystem ein mörderisches System ist, ein menschenmordendes System ist, wie die Evolutionsprozesse genau verlaufen. Das ist ja in den anderen vielen Videos ganz detailliert geschildert. Dann sagt sie noch was sehr Gutes, Kevin allein zu Haus sozusagen. Damit meint sie natürlich, dass Kevin Kühnert bei der SPD als gesellschaftskritischer Denker sozusagen, der auch sich vorstellen könnte, die soziale Marktwirtschaft, den Kapitalismus zu beenden, jetzt ja die große Chance hätte, natürlich mit den zweiten Scientists for Future 2 zusammen, mit deren wissenschaftlicher Fundierung und sozusagen evolutionsbiologisch präzise den Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft zu schaffen. Sozusagen. Aber da ist dann wieder das Problem bei Kevin Kühnert, ne, dass wir eben ja eine Dreiteilung der Welt haben. Wir haben also einerseits
sozusagen die ganz Unkritischen, die also sozusagen zwar vielleicht keine Flacherdler sind, doch, naja gut, wir haben ja sogar in der Gesellschaft mittlerweile auch die Flacherdler, wir haben ja mit der AfD und allem, was da drumherum ist, an Denkern, sozusagen haben wir ja die Flacherdler, die sozusagen jegliches wissenschaftliches Denken ablehnen und meinen, je weniger ich weiß und je weniger ich kann und je weniger ich studiert habe, desto weiser bin ich. In Wirklichkeit sind sie einfach nur strunzdumm sozusagen, ja, und völlig realitätsfern und in der absoluten Unwahrheit verhaftet. Und aber eben sozusagen die Kreationisten, also die Darwin nicht richtig berücksichtigen und verstehen und so weiter und nach wie vor entweder ablehnen oder ignorieren sozusagen, diese Antiwissenschaftler, wir haben also diese Dreiteilung, auf die wollte ich hinaus. Einmal die ganz Antiwissenschaftlichen, die also sagen, ja, toll, soziale Marktwirtschaft einfach mal so weiterlaufen lassen, ja. Und die anderen, die leider nur relativ kleine Gruppierung, die zweiten Scientists for Future 2, die immerhin schon an dem Punkt, an dem Punkt sind, der vollständigen Analyse der sozialen Marktwirtschaft und der genauen, präzisen wissenschaftlichen Beendigung der sozialen Marktwirtschaft, die das Ganze haben. Und die dritten sind eben leider die anderen wieder, die Putschisten, die also nur irgendwie primitiv sagen, ja, irgendwie soziale Marktwirtschaft, Kapitalismus einfach zerschlagen, alle enteignen, alle umbringen und so weiter. Also die Putschisten, die dann selber wieder Diktatoren werden wollen und selber Herrscher werden wollen. Und diese Dreiteilung ist das Problem. Also die einen, die völlig antiwissenschaftlich sind und sagen, wir sehen überhaupt kein Problem in der sozialen Marktwirtschaft. Die zweiten Scientists for Future 2, die sagen nein. Also die ganze Spitzenwissenschaft, die echte Wissenschaft sagt ganz klar, die Evolutionsprozesse in der sozialen Marktwirtschaft verlaufen negativ und deswegen müssen wir und zum Schaden aller Beteiligten, also müssen wir das analysieren und beenden und daraus aussteigen aus der sozialen Marktwirtschaft und am besten gestern, besser gestern als heute. Und die Putschisten, die sagen, naja, irgendwas ist schlecht an der sozialen Marktwirtschaft, irgendwas ist schlecht am Kapitalismus und jetzt hauen wir einfach drauf und zerschlagen alles und ja, und dann wird schon was Gutes bei rauskommen. In Wirklichkeit wird nichts anderes rauskommen als wieder Stalin, als wieder Mao, als wieder Kuba, als wieder Venezuela, als wieder Nordkorea und all der Schrott. Ja? Also das heißt, also hier liegt mal wieder die Wahrheit in der Mitte, nämlich bei den zweiten Scientists for Future 2. Dann geht es weiter hier gleich, aber vielleicht kurz nochmal erwähnen hier, dieses Stammbaum ist ja nicht so vorteilhaft, der ist ja eigentlich eher, dieser Stammbaum ist eher ein bisschen realistischer, aber will ja nicht immer den gleichen benutzen. Ja? Also um das nochmal klar zu machen, schon ab dem ersten Tag der sozialen Marktwirtschaft in der Evolution, ob das nun vor 400.000 Jahren war oder etwas später, das spielt keine Rolle. Also wir wissen ja nur, dass der Tausch vor 400.000 Jahren erfunden wurde, wann der genau der Tausch und dass der Fernhandel vor 140.000 Jahren die ersten Spuren hinterlassen hat. Also irgendwo dazwischen, zwischen 400.000 und 140.000 Jahren muss zwangsläufig, das steht wissenschaftlich fest, der Tauschhandel erfunden worden sein. Eben in dem Moment, wo ein Händler, ja, also nehmen wir hier vielleicht diesen Händler. Dieser Händler erzählt selber alle seine Nachrichten, die er erzählt, sein Märchenerzähler, der ihn vielleicht begleitet, erzählt nur realistische Geschichten. Der erzählt also keine Irrtumsmemplexe und keine Unwahrheitsmemplexe, sondern alles bei ihm ist Wahrheit. Und der macht natürlich im Kapitalismus, also in der sozialen Marktwirtschaft, keine Zusatzgeschäfte, weil er die Menschen, weil es ihm nicht gelingt, die Menschen konsumsüchtig zu machen durch Irrtümer, also durch Unwahrheiten. Während dieser andere hier, zum Beispiel dieser Märchenerzähler, der schafft es,
Hier oder der Händler mit seinem Märchenerzähler zusammen. Sie beiden schaffen es mit so vielen Irrtümern und unwahren Geschichten, so viel Ängste in den Zuhörern auszulösen, dass sie zum Konsum zum Beispiel von Steinäxten neigen, weil sie Angst bekommen vor möglichen, vor angedrohten Überfällen, die also in diesen unwahren Geschichten angedroht werden und so weiter. Oder dass hier sozusagen das, was Lust macht im Leben, wird also als gefährlich dargestellt, als schlecht, als böse, als unschicklich, als unkeusch und so weiter, mit in solchen Irrtumsgeschichten. Und schon werden die Leute Menschen verklemmt und konsumieren mehr von den Gütern dieses Händlers sozusagen. Also Konsumsuchterzeugung und Kaufsuchterzeugung gelingt eben immer nur mit unwahren Geschichten, während mit wahren Geschichten sozusagen keine Konsumsucht entsteht und immer nur sehr wenige Kinder von solchen Händlern ernährt werden können und also nur sehr wenige Filialen entstehen. Also sozusagen, während die Händler, der Händler, der mit Unwahrheiten wird, sieht man hier gleich schon ganz viele Filialen hat, also viele Kinder ernähren kann, weil er einfach viel reicher wird in der sozialen Marktwirtschaft. Und also hier, Lisa Fitz, es ist nicht die Gier, sondern es ist nichts anderes als die Irrtumsmem-Ausbreitung sozusagen. Also der Händler, der mehr Irrtumsmemplexe in seiner Kundschaft ausbreitet, macht einfach mehr Umsatz, weil es quasi diese Irrtümer, die Menschen dahin manipulieren, zu einem vergrößerten Kaufverhalten, und er kann überleben und seine Kinder können überleben und können wieder viele gut ernährte Kinder machen, und am Ende haben wir Millionen. Also dieses Bild ist ja eigentlich falsch. Also ich gehe nochmal auf das andere Bild. Also wir haben dann hier viele, viele Händler um die herum, ganz viele Irrtumswerbesprüche existieren, ganz viele Märchenerzähler, viele Bücher, Zeitschriften und so weiter existieren, die all die Unwahrheiten erzählen, die im Kontext mit diesen Händlern sozusagen aufgetaucht sind. Und diese ganzen irrigen Märchen werden überall erzählt, und dadurch hat sozusagen nicht die Gier den Schaden erzeugt, sondern die Schäden erzeugen die Irrtumsgeschichten, weil sie die Menschen manipulieren in die Konsumsucht hinein, was dann den Raubbau an der Erde erzeugt, sozusagen. Und während die Geschichtenerzähler, die also nur also die Händler, wo die Märchenerzähler immer bei der Wahrheit bleiben, immer nur die Wahrheit erzählen, ja, sozusagen, da fällt dieser manipulierende Effekt in Richtung Konsumsucht weg, und die können kaum Kinder ernähren und die sterben quasi aus, entweder, oder sie sind nur ein Rinnsal, und die Welt der Wahrheit stirbt quasi aus, und die Welt der Irrtümer, sozusagen Irrtümer sind das, was zur maximalen Verkaufsförderung gehört, sozusagen. Und deswegen werden die Menschen sozusagen durch und durch abergläubisch und in eine Welt der Irrtümer verstrickt. Und das zerstört unser aller Leben, nicht die Gier. Ja, Gier ist eine völlig falsche Idee, sozusagen, liebe Lisa Fitz. So, Professor Quaschning, was hat der jetzt wieder? Ja, eine völlig langweilige Sendung in schlechter Tonqualität hat er jetzt wieder veröffentlicht, wo er wieder seinen Zentralfehler wiederholt, den er immer macht. Nochmal ganz kurz gesagt, ja, da er Volker Quaschning eben leider auch ein Kreationist ist, also ein Pseudowissenschaftler, der also die evolutionsbiologische Analyse der sozialen Marktwirtschaft ignoriert und sozusagen und Darwin quasi aus seinem Denken ausspart und aussondert, sozusagen, ihn also missachtet, sozusagen, und in diesem Sinne ein Pseudowissenschaftler ist, ist er natürlich sozusagen
wieder damit beschäftigt, eines von 1000 Problemen der sozialen Marktwirtschaft zu behandeln. Also er fixiert sich allein auf den Klimaschutz und auf Sonnenenergie und Windenergie vielleicht, und so weiter, vielleicht auch, weil er da irgendwie Gelder bekommt von der entsprechenden Industrie oder was auch immer, ja. Also das weiß ja kein Mensch, ne? Wer in der Wissenschaft wo durch wen bestochen wird, das wissen wir ja alle nicht, ja, sozusagen. Dabei sind dann die Fridays for Future und Greta wieder viel klüger, weil die immerhin immer wieder mit System Change, not Climate Change und Antikapitalista und so weiter, stellen die zumindest immer wieder die Systemfrage. Die sind also da noch tausendmal klüger als Professor Quaschning, ja, sozusagen, weil der ist sozusagen so wie Dieter Nuhr so ein naiver Vertreter der sozialen Marktwirtschaft und des Kapitalismus. Und in Wirklichkeit ist es nämlich so, dass die soziale Marktwirtschaft ja tausend Probleme erzeugt, tausend Dinge erzeugt. Wie gesagt, Krebstote, Selbstmörder, Depressionserkrankung, all das, davor verschließt Professor Quaschning die Augen und sagt so quasi, nein, wir haben nur ein Problem, das ist das Klimaproblem. Und wenn wir das lösen, dann ist ja die ganze Welt wieder in Ordnung. In Wirklichkeit sind dann die 999 anderen Probleme der sozialen Marktwirtschaft alle vielleicht noch viel größer geworden seitdem. Und wir sind eigentlich wieder keinen Schritt weiter, ja, weil dann zerstören halt die anderen 999 Probleme der sozialen Marktwirtschaft unser Leben, ja. So, und dann kommen wir zu den letzten der letzten, den AfD-Fans und den Cem-Trailern und so weiter. Ja, da regt man sich in Videos auf über von vielleicht über 20 von Migranten getötete auf, aber nicht über die Milliarden Opfer der sozialen Marktwirtschaft, die jeden Tag getötet werden. Wenn Sie mal gucken, wer in unseren Schlachthäusern, in so unseren sozial-marktwirtschaftlichen Schlachthäusern, also um das nochmal deutlich zu machen hier, wo haben wir die Texte? Hier, lesen Sie doch mal auf der Startseite der zweiten Scientists for Future die naturwissenschaftliche, auf Darwin fußende, auf dem Naturgesetz von Mutation und Selektion fußende Analyse unseres Gesundheitssystems ab. Da wird Ihnen schlecht, wenn Sie das verstehen, falls Sie das verstehen können, ja? Und dann wird Ihnen richtig übel, weil Sie dann sehen, ja hoppla, sobald ich mich in die Nähe eines Arztes begebe, bin ich ja schon in Lebensgefahr. Und wenn Sie dann mal gucken, sich die Zahlen angucken würden, wie viele Milliarden Menschen auf der Welt durch unsere Ernährungssysteme vergiftet und krank gemacht werden und dann doch noch durch unser Medizinsystem gewinnbringend geschlachtet werden und getötet werden, ja, dann werden sie erst so richtig so verstehen. Also um dann noch mal kurz zu erwähnen, also hier wie gesagt, der Arzt Christian Zimmermann, der Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes, schreibt ja, unser Gesundheitswesen ist in weiten Bereichen zur größten Gefahr für unsere Gesundheit geworden. 70 Medizintote pro Tag, also das sind mehr Tote als bei Verkehrsunfällen, ja. Also schauen Sie sich mal an, was sogar so ein sehr vorsichtiger, natürlich selbst als Arzt auch nicht ganz unparteiischer Mensch schreibt über 70 Medizintote pro Tag. Wahrscheinlich ist es alles noch viel mehr, ja. Denn die Realität ist wahrscheinlich viel schlimmer als das, was solche vorsichtigen Schätzungen darstellen. Ja, also das heißt also, liebe AfD-Fans, ich weiß, dass ihr leider nur über ein extrem geringes Bildungsniveau verfügt, dass ihr von der Intelligenz und der Klugheit
hier seid, ja, ich kann euch natürlich nur anregen, ihr seid im Internet natürlich extrem stark vertreten. Wir können sagen, das Internet hat ein riesiges Übergewicht an ungebildeten, rechtslastigen und Rechtsradikalen und Neonazis und AfD-Fans und so weiter. Nur als Hinweis, ihr seid so antiwissenschaftlich und ihr seid so weit weg von jeder Wahrheit. Ihr seid nicht nur teilweise Flacherdler, sondern ihr seid durch und durch Kreationisten. Ihr habt keine Ahnung von Wahrheit und Wissenschaft in der Welt. Es wäre natürlich sinnvoller, die Weisheit eines Menschen in der Demokratie besteht ja auch daraus, erkennen zu können, ja hoppla, ich bin nun wirklich so ein ungebildeter Mensch, ich sollte mich einfach mal aus diesen gesellschaftlichen Diskussionen raushalten, weil dafür mein Kopf einfach nicht geeignet ist. Ja? Aber diese Selbsterkenntnis fehlt natürlich diesen ganzen Rechtsradikalen und Neonazis, die also sozusagen meinen, trotz ihrer Dummheit, sie seien geeignet, darüber zu diskutieren. Wie gesagt, also es wird schon schwierig genug, wenn hier die Klügsten der Welt sozusagen verhandeln und diskutieren darüber, wie die Welt der Zukunft aussehen sollte. Und da sollten sich diese ganzen Neonazis dann aus dieser Diskussion raushalten. Natürlich leben wir in einer Demokratie. Niemand sollte einem anderen das Wort verbieten. Das mache ich ja auch nicht, sondern ich sage nur, jeder Mensch sollte sich immer überlegen, ich war in allen Bereichen der Gesellschaft, gehörte ich immer zu den Dümmsten. In der Schule gehörte ich zu den Dümmsten. In der Ausbildung gehörte ich zum Dümmsten. An die Universität bin ich erst gar nicht gekommen, weil ich dafür zu dumm war und so weiter. Und warum sollte ich jetzt ständig mitdiskutieren über die Zukunft der Menschheit und der Gesellschaft und des Staates, wenn ich doch eigentlich von nichts eine Ahnung habe? Es gibt auch sehr einfach gestrickte Menschen, die wenigstens zu dieser Selbsterkenntnis fähig sind. Nur an diese Selbsterkenntnis appelliere ich sozusagen, ja. Und die Klügsten der Erde, für die ist es schon schwer genug, den zweiten Scientist for Future 2 überhaupt mit denen diskutieren zu können. Die meisten können ja, also im Internet, das, was man da erlebt, ist, dass die meisten gar nicht wissen, was eine Diskussion ist. Dass ich mir etwas anschaue, die Sichtweise einer der Gegenpartei anschaue, versuche darin einen Denkfehler zu finden und versuche dann diesen Denkfehler zu benennen und so weiter, indem ich sage, ja, die zweiten Scientists for Future 2 irren sich an dem und dem Punkt, weil sie da auf etwas unrealistisch sehen, Begründung, weil und so weiter. Aber dazu sind sozusagen diese ganzen Neonazis ja nicht fähig, sondern bei denen kommt nur irgendwie ihr Idioten und alles und so weiter. Also das heißt, diese Leute, bitte haltet euch aus den Diskussionen raus. Das bringt einfach nichts. Ne? So, dann ja, das war's für heute. Also noch einmal abschließend an die AfD-Fans und an die AfD-Leute. Euer Weltbild ist so unrealistisch, weil ihr eben hier Mendel, Wallace und Darwin überhaupt nicht in euer Argumentieren einbezieht, weil ihr we niemals von Mutation und Selektion innerhalb der sozialen Marktwirtschaft sprecht. Dadurch habt ihr ein völlig reduziertes Weltbild, seid also geistig 100 Kilometer hinter Li Lisa Fitz zurückfallend und sozusagen. Wenn ihr da nicht euer Gehirn öffnet, seid ihr wertlos für die Frage der Zukunft der Menschheit, sondern ihr seid nur das Sammelbecken der Ungebildeten, der Flacherdler und der Kreationisten und das bringt dann nichts sozusagen. Das könnt ihr dann vergessen. Alles klar, tschüssi.